Was geht ab, YouTube, und herzlich willkommen zum neuen Gym-Vlog. Wir sind gerade auf dem Weg ins Gold's Gym für ein Leg Day. Lange ist es her, ich weiß, es war auch das allererste Video hier, wo ich Beine trainiert habe auf dem YouTube-Kanal mit auf Fitness bezogen. Ne? Und heute wiederholen wir das Ganze, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Dasselbe Outfit sitzt heute. Gleichzeitig wieder neue Red Bull probiert. Diese Summer Edition auf euch, ne? Huber Holunderblüte. Schmeckt, Alter! Das wird sich jetzt reingepfeffert und dann geht's schön Beine trainieren. Und zwar bin ich relativ gerade zufrieden mit meinem Beintraining. Ich stelle da immer ab und zu mal was um. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht kannst du dir bei mir ja was abgucken und vielleicht irgendwas in deinem Leg Day implementieren. Ich muss dir ehrlich sagen, gerade arbeite ich an meinen Squats, ja, und da kann ich nicht mit viel Gewicht arbeiten, also allerhöchstens heute 80 Kilo wahrscheinlich, weil ich die Technik noch nicht so ganz beherrsche und ich wollte schon immer mal die Technik gut von Squats drauf haben, weil ich eigentlich finde, dass Squats eine richtig geile Beinübung ist. Wir werden sehen, was heute geht und ich zeige dir, wo mein Problem mit den ganzen Squats ist. Challenge bei dem Ganzen ist es, nicht länger als eine Stunde oder maximal eine Stunde 10 im Gym zu bleiben, weil ich gerade in der Klausurenphase bin, ein bisschen am Reinhassen bin und ja, ein bisschen das Training kompakter gestalten will, weil ich sage immer kurz, kurz und dann wird es immer viel länger. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir sehen uns im Gym wieder. Bevor ich anfange jetzt Squat, mache ich noch kurz eine Mobilisationsübung für meine Hüfte, weil die ist ein bisschen steif. Das Ganze aufzulockern, zeige ich euch, was ich dafür mache. 2 Minuten ungefähr. Und ungefähr so 1 Minute in der Russenhocke. Dann hat mir mein Cousin hier noch so Squat, also Gewichtheberschuhe geschenkt. Mit denen squattet es sich ein bisschen leichter. Danke an dich, falls du das gerade siehst. Grüße gehen raus. Ich wärme mich erstmal nur mit der Stange auf, danach mache ich 10 Kilo pro Seite und dann noch 20 Kilo. Und hier sieht man auch schon ganz langsam das Problem, was ich habe. Ich habe nämlich einen relativ langen Oberschenkelknochen und dazu noch eine schlechte Hüftmobilität. Aber man sieht da einfach, dass die ganze Stabilisierung nicht so am Start ist und dass ich mich oft nach vorne beuge und da dann das Gleichgewicht verliere. Deswegen nehme ich da nicht so viel Gewicht, konzentriere mich wirklich darauf, mit dem Rücken gerade zu bleiben und nicht schon beim Einbeugen einzuknicken. Nach den Squats sind die Beine gut auf Pump und in der Diät sehen die dann auch schön knusprig aus. Knusprige Hände! So, die Squats sind jetzt durch, Alter. Ich bin auch gut am Ölen. Das ist immer so, bei Squats treiben den Puls immer so in die Höhe. Ja, man, also viel Gewicht wurde nicht bewegt, aber ich arbeite ja gerade vorzugsweise in meiner Technik. Ja, man merkt in den Aufnahmen, dass ich einfach noch ein bisschen nicht die ganz die Balance halten kann. Das wird sich jetzt verbessern, also würde ich sagen, Road to Squats, let's go. Als Übung Nummer 2 machen wir die Legendenübung. Leg Presses, ganz entspannt. Ich wärme mich erstmal vorher auf und danach versuche ich mal ein bisschen mehr Gewicht zu machen. Natürlich schaffe ich nicht so wie im Peak Bulk, aber jetzt in der Diät versuche ich auch so, dass ich mit weniger Gewicht arbeite und dann mich mehr auf die Ausführung konzentriere. Just aufwärmen, Freunde. Man nimmt sich ein bisschen Zeit, man kommt in das Gewicht rein, macht ein paar Wiederholungen und dann kommt langsam der Moment, wo man weiß, scheiße Mann, jetzt gleich geht's los. Und an alle die sagen, irgendwie Beinpresse ist eine Pussyübung, die ist nicht anstrengend oder man kommt da nicht ins Schwitzen. Wenn ihr die Übung intensiv genug macht, genauso wie jede andere Übung, ist jede Übung anstrengend und man kommt ins Schwitzen. Man merkt in der Diät, Leg Day, das ganze Blut in den Beinen, da kann man schon nicht mehr normal reden, ey. Letzter Satz jetzt, wenn man versucht die 10 Reps voll zu machen. Ah ja, und noch ganz wichtig, ja, bei der Übung, so, ihr müsst komplett vermeiden, dass euer Arsch so abhebt, weil das ist übel scheiße für den unteren Rücken, weil der dann so stark in die Dehnung kommt und so belastet wird, dass ihr dann übel Schmerzen bekommt. Deswegen entweder hier an den Griffen oder so, weil meine Arme relativ lang sind. Und ich ziehe mich hier so dran fest, so habt ihr mehr Stabilität und gefühlt auch 10% mehr Kraft. Nach diesen 2, sage ich mal, Grundübungen ist jetzt der Ernst des Trainings vorbei und jetzt kommt die Spaßübung. Ich weiß natürlich keine Spaßübung, aber wisst ihr, man denkt dann immer so, die harte Zeug, boah, Junge, das ganze Blut ist in den Beinen. Das harte Zeug ist vorbei, jetzt kommen die Isolationsübungen. Und das ist da, wo man nicht komplett so am Arsch ist wie hier. Vom Körper her gesehen, ganz komplett. Auf jeden Fall gut im Schwitzen jetzt. Als nächstes kommen die Leg Curls. Seit dem letzten Training, das war auf jeden Fall meine Schwachstelle. Ich habe gut daran gearbeitet, bin auch gut stärker geworden in dieser Übung. Auch insgesamt in der Diät, auch wegen dem Defizit, hat es trotzdem geklappt, da die Kraft zu steigern. Ja man, also es ist auf jeden Fall möglich, so ist es nicht. Und nicht nur die Kraft, sondern insgesamt das Muskelgefühl. Als kleinen Tipp bei der Übung, du kannst, also desto enger du die Beine zusammentust, desto weniger Spielraum haben die, desto weniger Rotation. Und da finde ich, wenn die so komplett eng aneinander sind, da spüre ich persönlich das viel besser im Quad, beim Beuger. Ne? Also kannst du gerne mal ausprobieren und in die Kommentare schreiben, wie du es denn fandest. Zum Schluss kommen jetzt die Waden. Und zwar mache ich keine Wadenmaschine zurzeit, sondern ich mache Waden an der Beinpresse. Das finde ich aktuell irgendwie am geilsten, fühle ich am meisten. Ich mache auch gerade nur eine Übung für die Waden. Ich bin relativ zufrieden, die sind relativ okay. Müsste jetzt nicht unbedingt viel größer werden, vielleicht noch 2 cm an Umfang, da bin ich wunschlos glücklich. Ich fange im hohen Wiederholungsbereich an, desto mehr Gewicht das wird, desto weniger Wiederholung und dann wirklich bis nichts mehr geht.
Ich weiß nicht, ob du das erste Beintraining gesehen hast, aber wenn du, wie es dir aufgefallen ist, ich habe selbe Shirt an, selbe Schuhe, selbe Socken, selbe Hose. Das Outfit hat sich nicht geändert, aber in der Zeit hat sich sehr viel geändert, sehr viel abgenommen, 15 Kilo und ungefähr fast meinen Traumkörper erreicht, also runtergeschreddet. Das ist nochmal ein Reminder an dich. Setz dir Ziele, arbeite daran und dann kann das nur werden. Also, let's go, Vollgas. So, man, Leg Day ist durch. War kurzes, knackiges Training, Studententraining, wenn man wenig Zeit hat, gerade in der Klausurenphase ist. Jetzt geht's heim und ich zeige euch nach Post-Workout. Das Geile nach dem Leg Day ist einfach diese Glückshormone. Wenn ihr hart trainiert habt, also wenn ihr so locker auf Beine trainiert, dann wird das natürlich nichts. Aber wenn ihr richtig durchzieht, ja, dann, Alter, dann werden die Endorphine freigesetzt. Kurz Leg Pump. Ja, Mann, Streifen sind auch schon da. Geht auf jeden Fall fit. Sei du mal ehrlich, Alter, wie oft pumpst du Beine in der Woche? Schreib's mir in die Kommentare. Mit der G-Klasse hier unterwegs. Ich habe auf jeden Fall noch mehr Pläne, falls euch das interessiert, so wie ich Uni und Gym und alles, Kochen miteinander kombiniere. Ne? Schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich würde sehr gerne was dazu machen, sehr gerne was dazu abfilmen. Seid gespannt, es kommt auf jeden Fall demnächst was. Als erstes hole ich mir jetzt mein Hühnchen raus, was ich mir vorbereitet habe. Dazu habe ich übrigens einen TikTok und ein Reel abgedreht. Kannst du auch gerne mal abchecken hier bei Insta und TikTok und alles. Blende ich dir hier unten ein. Gerne mal vorbeischauen. Das Ganze hatte ich ja mariniert. Das lege ich jetzt einfach in heißes Wasser. Das dauert dann ungefähr 20 Minuten, dann ist es aufgetaut. Und derzeit muss ich noch mal kurz was anderes essen, um den Körper optimal zu versorgen. Solange mein Reis am Köcheln ist, gibt es hier noch ganz kurz, ganz schnell Post-Workout, ne, damit der Körper versorgt ist. Hier ein paar gefakte Lion Cereals und dazu mische ich mir einen Whey Shake ein. Dazu kommt hier so ein bisschen Whey in den Shake. Ich benutze hier gerade das von MyProtein dunkle Schokolade. Ich muss aber ehrlich sagen, dunkle Schokolade, die haben die nicht gut hinbekommen für meinen Geschmack, ja. Da finde ich das Zimt oder das Cereal Milk von denen tausendmal geiler. 50 Gramm wird hier jetzt reingehauen. Das Ganze wird jetzt durchgeshaked. Und kommt zu den 50 Gramm Cereals dazu. Der ganze Spaß wird sich jetzt reingegönnt. Ich blende euch natürlich die Nährwerte rein. Ein, mein Gott, Alter. Nur im Verhaspeln hier. Aber auch wenn das Whey nicht so geil ist in der Diät, ist sowas, ja, direkt nach dem Training einfach ein Gaumenschmaus. Das Ganze wird einfach reingegönnt, weil hier hast du ein bisschen Zucker, direkt schnell zu verarbeitende Kohlenhydrate, Proteine, da ist der Körper wunschlos glücklich, ja. Und danach kommt nochmal was, wofür der Körper ein bisschen länger braucht. Et voilà, Freunde. Das Essen ist fertig. Wir haben hier ein bisschen Reis, ein bisschen Spinat und dazu noch 200 Gramm Hühnchenbrust. Und das Geilste ist jetzt natürlich einfach das Meal zu essen nach dem Leg Day, irgendein geiles YouTube-Video zu schauen und einfach das Leben zu genießen. In dem Sinne, Alter, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt stabil.